www.antennenetz.de. Das ist mal eine tolle Farm, was? Wow. Die gehört jetzt mir. Also eine Zeit lang zumindest. Die Besitzer sind nämlich ein paar Tage verreist. Und so lange schmeiße ich den Laden. Mittagessen. Naja, also Davina hilft mir ein bisschen dabei. Na, jetzt schnauf doch nicht so laut. Wow. Hab ich doch gleich gesagt. Ich regel das. Ich freue mich so aufs Zelten, Davina. Sind wir bald da? Ja, ist nicht mehr weit, Olli. Aber vergiss nicht, wir sind nicht nur zum Zelten unterwegs. Wir müssen die Antilopen in Okutala zählen. Das hätte ich beinahe schon wieder vergessen. Antilopen zählen, wie aufregend. Und wichtig, weil wenn es zu viele werden, dann fressen die den anderen Tieren das ganze Gras weg. Hey, machst du es jetzt absichtlich aufregend? Nee, ich nicht, aber das Schwein hier. Oh, ein Warzenschwein. Die nennt man auch Radio Afrika. Hä? Radio Afrika? Mhm. Schau mal. Siehst du hinten den gerade nach oben aufgerichteten Schwanz? Ja. Der sieht aus wie eine Antenne von einem alten Radio. Und deswegen? Radio Afrika. Ah. Genau. Hey, was der wohl gerade für einen Sender empfängt? Sicher ein mit schnellem Punkrock. Und so suchen die Warzenschweine ihr Essen. Die durchwühlen einfach alles. Nach Beeren, Knollen und Wurzeln. Und die knien sich hin dabei. Hey, ganz schöne Rabauken. Hey, Radio Afrika hat den Weg frei gemacht. Oh. Hey. Was hast du denn alles eingepackt? Na, alles, was ich für meine super-duper Alarmanlage brauche. Alarmanlage? Ja, klar. Wir zelten doch in totaler Wildnis. Und damit sich kein wildes Tier in unser Camp einschleichen kann, habe ich mir eine großartige Alarmanlage ausgedacht. Und du? Wie ich. Na, was hast du eingepackt? Ach so. Völlig unwichtige Sachen wie Proviant, Wasser und so. Ah, Wir sind da. Hier müssen die Antilopen sein. Ich werde gleich mal checken, was es hier so an gefährlichen Tieren gibt. Ah, dann werde ich gleich mal checken, was es hier so auszuladen gibt. Na, auf die Alarmanlage bin ich mal echt gespannt. Jetzt latsche ich hier schon eine ganze Zeit lang rum und weit und breit kein einziges gefährliches Tier. Und auch kein ungefährliches Tier. Nicht mal ein winziger Käfer lässt sich blicken. Scheint ja sehr beliebt zu sein, diese Gegend. Keine Ahnung, warum Davina ausgerechnet hier Antilopen zählen will. Ich glaube, ich gehe mal zurück.
Tschüss. Hey. Oh. Hey, schon zurück von deiner Safari. Das war keine Safari. Das war Larifari. Kein einziges gefährliches Tier habe ich gesehen. Dabei wäre das so cool gewesen. Weißt du, was auch cool gewesen wäre? Hm? Wenn du mir mal beim Zeltaufbau geholfen hättest. Zeltaufbauen? Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Ja. Das ist nicht witzig, Davina. Oh. Fertig. Das ist ganz toll, Olli. Mhm. Mhm. Aber kein Zelt. Nicht? Mhm. Nicht? Mhm. Kümmer du dich lieber schon mal ums Lagerfeuer. Und ich mach das hier fertig. Lagerfeuer kann ich auch gut. Ist das gemütlich. Mhm. Und am gemütlichsten ist es da drin. Hm? In meinem Schlafsack. Hm. Ich kuschel mich da jetzt gleich mal rein. Wir müssen morgen früh aufstehen, Olli. Die Antilopen sind nämlich auch früh aufsteher. Oh, mhm. Kommst du mit? Ja. Nein, meine Alarmanlage, die habe ich ja glatt vergessen. Ach, Olli, das hat auch bis morgen Zeit. Hm? Auf gar keinen Fall. Wir sind hier in der Wildnis. So, ich würde mal sagen, dieses Zeltlager ist so sicher wie eine Ritterburg. An meiner Alarmanlage kommt niemand vorbei. Hm. Gute Nacht, Davina. Gute Nacht, Olli. Hm. Oh, das ist aber ganz schön laut hier. Ruhe! Was machst du denn jetzt schon wieder? Ich mach mir die Ohrstöpsel rein, die ich extra mitgebracht habe. Hier, für dich habe ich auch welche. Prima Idee, Olli. Man könnte sagen, ich bin ja bekannt für meine guten Ideen. Sag mal, hast du was gesagt? Muss ja eine ganze Elefantenherde durchgelaufen sein. Da hätte meine Alarmanlage doch eigentlich... Er veranstaltet denn so ein Chaos. Der da war's. Hey, du! Buh, buh, buh! Husch! Hui, hui! Husch, husch! Los, weg mit dir! Buh, buh, buh! Husch! Husch, 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 husch! Hey, du da! Los, verschwinde! Husch, husch! Weg, weg, weg! Ha. Och, na gut, du Radio Afrika! Dann bleib halt hier! Aber benimm dich gefälligst anständig! Olli, hör auf. Ich muss mich konzentrieren. Olli! Ja?
Ach nee. Du schon wieder. Oh Mann, Olli, müssen wir die Dinger wirklich tragen? Also ich möchte keinen Sonnenstich bekommen. Aber wenn du unbedingt willst, nein, bitte. Es ist gut, ist gut. Also los. Eins. Zwei. Das Kitzel. Du, muss der beim Antilopenzählen unbedingt dabei sein? Besser als in dem Camp zurücklassen, oder? Hm? Was glaubst du, was der noch alles mit unserem Lager angestellt hätte? Hast du's? Was? Oh Mann, los, komm, wir wechseln. Ich glaube, da hinten, das sind drei. Das kitzelt. Weißt du was, Olli? Hm? Du lenkst jetzt das Warzenschwein ab, dann kann ich in Ruhe Antilopen zählen. Na gut. Hey, du! Sechs. Okay. Aber ich bin jetzt doch froh, dass wir es noch geschafft haben, die ganzen Antilopen zu zählen. Ja, aber das war ganz schön nervig mit dem Warzenschwein. Aber süß war es schon, oder? Und sowas von anhänglich. Ich dachte schon, das werden wir nie wieder los. Stimmt. Sag mal, warum guckst du eigentlich die ganze Zeit in den Rückspiegel? Naja, ich möchte sicher gehen, dass wir wirklich nicht von dem Warzenschwein verfolgt werden. Also, schlecht war meine Alarmanlage aber nicht, oder? Nee, schlecht nicht. Nur unbrauchbar. Ja, was? Oh. Endlich wieder ein festes Dach über dem Kopf. Genug vom Zelten? Ja, das war mir eindeutig zu laut da draußen. Warst du das, Olli? Ich? Nö. Das kommt von da. Nein.